Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Rebirth. So, heute nochmal Isaac. Der letzte Run war irgendwie kaputt. Ich muss echt sagen, ne, er war wirklich kaputt. Man könnte wirklich davon ausgehen, in den letzten Ebenen oder in den leichten Ebenen bekommt man gute Items. Aua, ich kriege hier echt zu viel Schaden. Und in den doch schweren Ebenen dann, ne, kriegt man hier den Mist, sag ich mal, ne? Trotz 99 Münzen, Money is Power, irgendwie habe ich so das Gefühl, das hat so, keine Ahnung, alles verworfen, was man hatte. Es war eklig. So, es ist Sun. Ein Speed Upgrade, okay. Zack. So, was hätten wir denn hier? Gisch. Box of Spiders. Dann kriege ich das Ding nochmal rerollt. Noch ein blauer Stein. Ich bräuchte auf alle Fälle noch eine Bombe. Nein, du bist falsch hier. Oh Mann. So, hier ist übrigens der Seed. So, eine Bombe wäre jetzt wirklich nice. Und ein Schlüssel. Bombe und Schlüssel brauchen wir. Nee, kein Geld. Noch nicht zumindest. Aua. Mann, ich hasse die Biester so sehr. So, da haben wir schon mal unsere Bomben. Würde ich sagen, setzen wir auch gleich ein. Und jetzt bräuchten wir noch einen Schlüssel. Ne, ich warte noch kurz. Ich warte noch kurz, bevor ich da nach dem Geheimraum suche. Okay. Jetzt die noch. So. Na komm her jetzt. Schade. Das Problem ist halt... Ne, hier könnte der nicht sein. Der ist schon da. Muss. Schlüssel. Ärgerlich. Ärgerlich. So, ich sollte mir vielleicht auch das Item mitnehmen, weil Rerollen schaffen wir eh nicht mehr. So, nutzen wir einmal. Und dann geht's weiter. Aber so ganz möchte mir das nicht gefallen, ne? Ich hätte das erste Item mitnehmen sollen. Aber, ja, ne? The Haunt. Ach du Schande. Okay, ich bin wenigstens schnell genug. Nennen wir es mal so, ne? Und mein Hals, ne? Ich habe die letzten Tage echt so das Gefühl, entweder ich mache zu viel und quatsch zu viel, ne? Oder ich werde krank. So, komm mal her. So, den machen wir jetzt hier schön in Ruhe. Genau. Schrei du mal ein bisschen. So. Jojo. Wenn man auch den treffen würde, ne? Das wäre echt nice. So, komm schon.
Der Schaden, den wir machen, ne? So OP. Aua. Das hätte jetzt aber nicht mehr sein müssen hier. Kurz vor deinem Abnippeln. Boah. HP, Tears up, Shoot Speed down. Boah. Boah, ne? Was will man davon halten? Man weiß es nicht. Oder ich weiß es zumindest nicht. Oh Gott. Stimme! Gib mir meine Stimme back. Will nicht. So, erstmal hier die Fliege auch rauslassen. Sonst laufe ich wieder in die weiße Fliege rein. So. Ich glaube aber, dass es eher eventuell mit meiner Stimme ab und zu daran liegt, wenn ich jetzt sage, der erste Part, Isaac, den habe ich jetzt gerade auf, also den Part von gestern habe ich jetzt quasi aufgenommen, gerade eben, und jetzt hänge ich noch einen zweiten dran. Der erste ging ja eine gute Stunde. Ich glaube echt, dass so Stunde, eineinhalb Stunden Dauerquasseln ab und zu ein bisschen zu viel ist. Weiß ich nicht. Vielleicht. Kommst du vielleicht jetzt mal her? Mann, ey. Oh, und ich sehe schon wieder nicht. Spectral Body, das Ghost Baby. Ein Item, das ich eigentlich nicht haben möchte, aber mitnehmen muss. Machen wir gleich den Boss? Ich glaube ja. Das Wheel of Fortune. Nee, komm. Fistula. Okay. Wow. Ich brauche Damage, ganz viel davon. Ich krieg hier nur die ganze Zeit Damage. HP Upgrade. Nein, da war ein Stein. Oh shit. Oh Mann. Ich hätte eben eigentlich gerne noch weiter erkundet, aber okay. Ich hab schon verstanden. Ich habe schon verstanden, ich darf nicht. So, dann das auf der Seite hier noch. So. Sehr schön. Nicht ins Voll. Jetzt brennt auch noch der Champion-Gegner, ne? Und da oben brennt noch ein Champion-Gegner. Und ich krieg Schaden ohne Ende. Boah! Hass! Blanker Hass. Na, wenigstens habe ich meinen Schlüssel wieder bekommen. Das ist doch schon mal was, ne? Ein Herz noch. Okay. Ein halbes noch. Wisst ihr was hier? Ich habe keine Bombe nicht. Da. Ich hasse dich. Book of Secrets. Double Shot.
Den nehme ich natürlich mit, weil... Gut, ne? Sind die schnell. Schade, es ist nur um meine Sun-Karte jetzt. Die hätte ich eigentlich noch gerne länger behalten, aber ist halt nicht. Oh Gott, ihr seid auch so lästige Gegner. Na, haben wir es jetzt bald? Gut. Dann geht's weiter in Richtung Boss. Ich würde gerne auch die Geheimräume mitnehmen, aber ohne Bomben. Oh, Beatboxer. Super, da kriege ich jetzt natürlich Herzen, ne? Okay. Gut, gut. Vielleicht auch noch irgendwo eine Bombe oder so? Nein? Wenn ich den Geheimraum schon mal sehe. Zack, zack, zack. Der kommt mir ein bisschen nah. Ach, geht doch. Würde ich aber trotzdem sagen, wir gehen zuerst hier rein. Oh. Moment, wir haben doch hier noch Herzen. Komm. Was soll der Geiz? Da waren doch noch zwei. Ja, zack, zack. Dann gucken wir noch hier rein. Für 3 Münzen. Für 3 Münzen der ganze Stress. Hm, ja. Hooray. Jump. Jump, 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 jump. So, Bomben werde ich jetzt für den nicht verschwenden. Könntest du mal aufhören, hier deine kleinen Freunde hier zu holen? So, stirb. Jesus, tschüss. Okay. Range Up ist schon mal nicht schlecht, aber so wirklich weiß ich nicht. Na, keine Ahnung. Und wenn ich die Items wie jetzt gerade mal wieder sehe, ne, bekomme ich keinen Deal mit dem Satan. Aber wenn die natürlich die Items hier im Verborgenen sind, dann bekomme ich einen. Oh Gott. 3 Schaden hier in dem Raum bekommen. Boah, wie soll ich ihn da? Pah! The Emperor. Okay. Ein Arcade hätten wir ja auch noch. Schon wieder. Schon wieder. Er haut mir jedes Mal den Knochen ins Gesicht. Jedes Mal. Nee, 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 nee.
du möchtest da drüben bleiben? Okay. Oh, den Boss hätten wir schon mal gefunden. Hatten wir hier den Itemraum? Hatten wir hier noch gar nicht. Oder vielleicht einen Shop? So, gucken wir mal hier lang. Da könnte man prinzipiell auch rein, ne? Da komme ich nicht ran. So, ein paar Herzen. Ich hätte mal wieder gerne ein paar Herzen. So, und da hätten wir auch unseren Shop. Und ich brauche viel mehr Schlüssel. Spider-Bite, Slow-Effekt. Den nehme ich mir sogar mit. Oh, Greed. Stirb! Ich hätte noch eine Idee. Wir brauchen sowieso noch zwei Schlüssel. Wir gehen einmal hier rein. Naja, Miep. Miep. Miep mich doch nicht so von der Seite an. Okay. Genau das wollte ich eigentlich. Denn jetzt kann ich in den Boss-Battle-Raum. Schlüssel haben wir auch schon, ich bräuchte, aber wenn es geht, noch einen Schlüssel. Na genau, spreng dich mal selbst, weil du es kannst. Okay. Dann könnte ich aber trotzdem mit 7 Bomben das Ding sprengen. Vielleicht ist da ein Herz drin. Nee, nur Money. So, einmal hier rüber und gucken wir mal, was hier drin ist. Oh, komm. Komm, slow. Oh Gott, slow ihn doch. Warum habe ich von denen eigentlich wieder ein ganzes Herz Schaden bekommen? Boah. Ich konnte da gerade nicht mehr raus, ne? Und natürlich nichts drin, was ich gebrauchen könnte, ne? Gar nichts. Jetzt kommt Piep. Ich muss. Götti! Ich muss das Ding mal kurz wegsprengen. So, jetzt habe ich hier auch Platz zum Ausweichen und dann dürfte das kein Problem sein. So. Das war natürlich... Nein, ne? Das war ein Champion-Popel. Ja, so kann es gehen, ne? Relativ kurzer Run. Wir werden es das nächste Mal wieder probieren. Schade drum, ne? Aber die Items waren eh nicht so... Sehe ich jetzt so wirklich der fette Burner. Keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac Rebirth.